Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt spielen wir die erste Runde Fortnite in Kapitel 5, Season 1. Ich bin sehr gespannt drauf. Werden wir es am Ende schaffen, den epischen Sieg zu holen? Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und tragt zur neuen Season doch gerne mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Mayday, Mayday, Leute. Es ist soweit. Wir spielen unsere erste Fortnite-Runde. Und ich glaube, Fortnite, die Server, die sind am glühen. Ich sagte Mini-Mini-Wannabe, die sind am durchdrehen, Mann. Jeder will gerade Fortnite spielen und das Matchmaking ist gerade komplett kaputt gegangen. Ich glaube, die Wartezeit, um reinzukommen, liegt derzeit so bei 20, 30, vielleicht sogar 40 Minuten. Es ist einfach absolut geisteskrank. Und das Gute ist, ich liebe es einfach, weil das heißt, dass Fortnite wieder sehr, sehr interessant ist. Jetzt muss doch mal jemand runtergehen. Mini-Wannabe, was sagst du? Creator-Code Wannabe im Itemshop? Ja, du hast ja völlig recht, Mann. So, jetzt mach aber Platz hier. Jetzt muss mal der Wannabe ran. Ihr seht schon, ich habe nichts aufgedeckt gerade. Aber ich möchte irgendwo landen, wo ich eine mythische Waffe herkriege. Und ich glaube, die beste Wahl wird auf jeden Fall hier vorne sein. Ich gehe hier voll gerne runter. Ich weiß nicht, warum. Wir fliegen jetzt zur Grand Station, Freunde. Wo ist der Zug eigentlich gerade? Okay, der ist irgendwo da oben. Aber Zug in der ersten Runde wäre auch sehr, sehr wild gewesen, ne? Aber ich weiß nicht, ob da viele Leute runtergehen. Was ist denn mit dem hier? Du bist doch der Typ von Netflix, oder nicht? The Witcher. Hier oben irgendwo landen? Oh, die wollen ja auch hin. Oh, oh, da ist eine Waffe. Kriege ich die? Perfekt. Du gibst schon auf, oder? Der hat schon keinen Bock mehr. Ja gut, kann ich verstehen. Wenn du mit Wannabe in einer Runde bist, dann bist du schnell weg vom Fenster. So kann es dir ergehen, Junge. Bevor wir diesen Boss jetzt gleich killen, brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Guck mal, die drehen jetzt schon durch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Hallo? Du kannst dir nicht alles kaputt machen. Ach, ich liebe diese neue Season. Die hat irgendwie von allem ein bisschen was. Ist aber dennoch sehr innovativ und neu auf jeden Fall. Zumindest was Fortnite angeht. Ich bin hier Leben am Limit gerade. Wow, der Pistolero kriegt wieder eine Pistole. Das war ja wieder klar. Wie findet ihr eigentlich die neuen Waffen? Ich finde die ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, die werden sehr, sehr wild am Ende sein. Was ist das denn hier? Hallo? Ich weiß noch nicht so ganz, was ein Pumpgun ist. Okay, Alter, wie viel kommen denn hier bitte? Du willst einmal eine gute Waffe haben und du siehst, wie schwierig das Ganze ist. Puh, dann machen wir aber ganz schnell wieder zu, Mann. Da habe ich keinen Bock drauf. Warum ist das überhaupt so dunkel? Ich meine, draußen ist dunkel. Im Spiel ist dunkel. Oh mein Gott, was ist denn da? Übertreibt man nicht. Das ist übrigens der neue Fortnite-Boss. Davon gibt es 5 verschiedene. Und die sind sehr, sehr stark. Die können sich nämlich einfach mal wieder komplett durchheilen. Ist es dein Ernst? Die trifft halt auch jeden Schuss, ne? Heilung ist derzeit auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Das habe ich schon gesehen, als ich in meinen Solo-Runden war. Ich weiß nicht, man findet einfach nichts. Man braucht hier eine halbe Stunde, bis der Boss down ist. Oh Gott, da kommt der Nächste. Sind das Gegner? Hä? Ich blick jetzt gar nicht mehr durch. Sind hier auch jetzt normale Gegner unterwegs oder was? Ey, es gibt hier so viele Leute, die hier rumgeiern. Ja, ich glaube, die sind unten. Jetzt sollten wir erstmal die ausschalten. Oh, da ist einer. Ah, ich muss hier weg, Mann. Ich habe nur 66 Leben. Und da schießt irgendeiner. Digga, ist es dein Ernst? Was hilfst du denn so gut, bitte? Ja, wir gehen mal kurz weg. Ist mir gerade ein bisschen zu heikel hier. Bisschen chillen mit dem Wannabe. Es sind Minimum noch 2 Gegner unterwegs. Und das ist der Fortnite-Boss. Ich glaube, wenn ich den habe und die gute Waffe, dann haben die Gegner gar keine Chance mehr gegen mich. Ja, und ich sterbe in der ersten Runde direkt. Ich habe das Crouching auch neu gemacht. Wird der da wiederbelebt? Ich glaube, ich drehe hier durch. Tatsache. Da hinten wurde einer wiederbelebt. Ja gut, dann gehen wir erstmal da vorne hin. Ich glaube, der Boss wird nicht weglaufen. Ich will ja auch ein paar Kills haben in dieser Season. Die läuft sogar außen lang. Vorne sind beide Freunde. Es wird schwierig werden, am Anfang viele Kills zu machen, weil die Leute halt sehr verteilt landen, ne? Jeder hat so seine kleine Lieblingslocation. Nein, jetzt nicht wegfahren. Lol, die wissen auch gar nicht, wohin mit sich. Das war er doch, der Witcher. Der am Anfang aufgegeben hatte. Der Arme stirbt einfach schon wieder. Vielen Dank für die Blumen. In dem Fall auf jeden Fall für die Materialien hier. Tja, was sollen wir machen, Bobby, Mann? Ich habe nicht mal den Bobby-Hoodie an und ich rede trotzdem mit dem einfach. Ich brauche ein Bobby-Kuscheltier. Ich sag's euch. Können wir uns ein bisschen Heilung kaufen? 125, ey. Ich weiß, ich hätte das Medikit mitnehmen können, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür.
Biggie wäre jetzt geil gekommen. Da machst du nix. Die sind hier irgendwo außerhalb. Ach, können doch einfach Mini. Da ist der Nächste unterwegs. Oh, ich kann nicht bauen. Jetzt wird die vom Boss angeschossen. Du hast Zeit zu sterben, mein Freund. Du musst auch gehen. Double Pump. Triple Pump. Komm, stirb jetzt einfach. Gib mal deine Waffen her. Was hast du denn so dabei? Was ist das? Sniper? Da kommt noch was. Oh. Hast du denn so viel Ärger? Okay, ich bin fast tot. Ladies and Gentlemen, wir hauen ab. Ich nehme jetzt doch das Medikit. Das hört sich gerade ziemlich lecker an irgendwie. Was ist das denn für eine komische Runde hier, Mann? Sind viele Gegner und gleichzeitig irgendwie voll wenige. Was ist das denn? Wir heilen über Zeit jetzt? Sehr, sehr wild. Stimmt, das ist eine Änderung, die im Spiel drin ist. Das heißt, ihr könnt da vorher abbrechen, aber wenn ihr durchzieht, kriegt ihr natürlich die volle Heilung. Und danach verschwindet das so cool. Schätze mal, der wird den jetzt wiederholen. Geht eigentlich Double Pump in Fortnite? Kurz testen. Nö. Schade, Marmelade wäre auch irgendwie geil gewesen. Ich muss jetzt irgendwie den Boss ausschalten, weil dann können wir in den Tresor reingehen. Die gibt es nämlich witzigerweise auch wieder. Ich nehme sogar Bandys mit. Aber das ist cool. Es gibt irgendwie voll wenig Heilung gerade im Spiel. Was ist denn der andere jetzt? Das ist ja eine komische Musik hier. Also das Flair vom Fortnite sieht auch sehr komisch aus. Mit wem wollen die sich hier anlegen? Ich knipse die jetzt weg, glaube ich. Komm, nimm das hier. Die ist wieder komplett voll. Ey, sie trifft aber auch so gut, ne? Guck mal, sie macht das so extra einfach. Sie will, dass ich in Nahkampf komme. Ich will aber nicht Nahkampf. Hä? Ich hab die ausgeschaltet. Und der Typ lebt wieder. Super. Wir nehmen jetzt die Fähigkeit mit. Und dann können wir gleich auch unten alles öffnen. Schnell noch die Heilung. Warte, wir heilen ja eh über Zeit. Ich brauche das gar nicht mehr. Hä? Okay, ich bin abgebrochen. Hilfe, Mann. Ich bin auch so neu in diesem Spiel. Es hängt auch noch alles. Wir gehen nochmal ganz schnell in den Tresor runter. Mal gucken, was da so drin ist. Und dann hauen wir hier einfach ab. Die meisten kennen das doch überhaupt gar nicht. Komm, hallo, aufmachen. Ich glaube, die kommen jetzt hier hin. Muss mal die Ärmel ein bisschen hochkrempeln. So, dann zeig mal, was du drin hast. Und? Eine epische Kiste halt nur, ne? Was ist das denn? Ist das eine Pumpgun? Okay, nehmen wir. Köstlich-möstlich einfach. Richtig kötzlich hier an der Stelle. Könnten die noch Waffen upgraden? Ich lasse das aber mal. Ich glaube, die anderen kommen jetzt hier hin. Können wir das so mitnehmen? Auch nicht. Ah, Fortnite, ihr macht es mir nicht so einfach hier am Anfang. Ich schwitze auf jeden Fall. Durch die ganzen Sweater hier. Hä? Oh, der Ausgang. Hilfe. Das Geile ist, wir können jetzt hier einfach Ninja-Turtle-Style einfach so abhauen. Und weg mit uns. Guck, wo die Gegner sind. Das Crouching haben die ja auch geändert. Also wenn ihr in die geduckte Position geht. Oh Gott, da hinten ist er. Hä? Ich hab alles verstellt. Bleib weg. Muss mal kurz weg. Ich hab alles verstellt hier. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja. Nein, doch nicht. Mayday, Mayday. Wir haben hier leichte Turbulenzen gerade. Aber ich habe jetzt eine der besten Waffen gerade im Spiel. Und zwar Valerias Hyper-Maschinenpistole. Das ist eine Maschinenpistole? Leute, das wäre ein Gewehr. Oh, der checkt gar nichts. Hat er auch gar nicht. Und tschüss. Wo ist denn dein Teammate hin? Ich glaube, der hat dich auch verlassen. Ey, was kommt hier? Hä? Was ist das Orangene hier? Oh, oh. Leute, was kommt hier hin? Was ist das? Ist das der Zug? Sollen wir aufspringen? Ich check nicht, was hier gerade abgeht. Vielleicht, weil der eingenommen wurde oder so. Das ist ja sehr, sehr komisch. Nö, wurde der nicht mal. Ich mach das gerade. Was ist dieses Orangene hier? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ist das hier Gegner sind? Da ist einer. Na, na, na. Was steigst du denn hier einfach auf? Wird Zeit, dass du wieder gehst, Junge. Was willst du denn von mir? Er hatte sogar eine goldene Waffe. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir eine goldene AR, die mythische SMG und noch eine richtig geile Pumpgun. Also so fange ich gerne an. Ich glaube, da war sogar sein Teammate noch. Hä? Das muss doch der Zug hier sein. Was soll das sonst sein? Ah, er fährt jetzt gleich außerhalb. Nein. Ich muss leider gleich runter, aber da ist noch jemand. It's Showtime, Baby.
Danke, Zugfahrer. Du bist der Beste. Oh Gott, ich will das Ding ja noch einnehmen. Ja, toll, jetzt bin ich abgehauen. Ist das Pili? Ich dachte, du bist verschwunden, Junge. Du bist ja doch wieder aufgetaucht. Komm, wir nehmen die andere Waffe. Ah, das ist so wild, ne? Es ist so wild. Guck dir das an. Ich liebe steigedämpfte Waffen. Was Geileres gibt's doch gar nicht mehr. Ist noch irgendwo einer. Ach, da hinten wird noch gefightet. Boah, das sind sogar drei Stück auf einmal. So, der erste ist tot. Der zweite ist in Not. Wannabe hat hier alles im Griff. Ach, die Chickens sind auch wieder zurück. Winke, winke an euch. Ja, da fighten ja immer noch welche. Dann holen wir erstmal den hier weg. Und jetzt solltest du laufen, Kollege. Ey, ich treffe aber auch gut, ne? Da kannst du sagen, was du willst, Mann. Hier geht's richtig ab. Tutti frutti auf jeden Fall. Habt ihr geile Waffen gehabt? Also erst Eindruck von dieser Season. Sehr, sehr wild. Aber irgendwie gehen alle auf Wannabe drauf. Die da hinten auch. Die wollen Ärger haben. Ey, hier ist ein Friedhof. Alles in Ordnung bei dir? Okay, der hat sogar Heilung dabei gehabt. Mal gucken, ob andere Leute jetzt auch noch mythische Waffen dabei haben. Ich glaube, viele checken das noch überhaupt gar nicht. Was ist das denn da? Das Schild. Aha, wen haben wir denn hier? Den Weihnachtsmann. Guten Morgen, liebe Sorgen. Die fangen jetzt bei dir gerade erst so richtig an. Denn ich komme jetzt und hol dich gleich. Das ist ja richtig gespenstisch, wie ihr unterwegs seid. Oha, der trifft mich von hinten aber auch ganz gut. Was wird denn das, wenn es fertig ist, hä? Oha, der andere ist hier. Okay, ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Wannabe, halt mal den Rand. Sonst stirbst du gleich. Er ist wild, ey. Wild entschlossen, mich zu killen. Was denn? Weißt du, ob Pumpgun besser ist oder ein bisschen SMG-Action? Boah, der hat gar nichts mehr. Ist er über mir? Boah, der hat gesessen, Alter. Der kam richtig gefährlich. Jetzt würde ich auch runtergehen. Erste Down. Und jetzt bist du dran, du kleines Früchtchen, Alter. Weihnachten ist vorbei. Aber der heilt selber. Es wird ein wildes Duell werden. Ich glaube, der hat auch die Fähigkeit am Start. Deswegen hat er so viel Blue Shield. Das ist ein richtig geiles Duell gerade. Nur sein Teammate ist down. Na komm, lass uns fighten. Mach Bauduell. Das ist so langsam irgendwie, wenn man baut. Warum ist das so? Hat die da irgendwas geändert? Kumpel, wo bist du? Jetzt aber. Boah, du wirst so sterben, Junge. Du wirst so sterben, Alter. Ich wusste, dass die Fähigkeit dabei. Du kleiner Schlingel, Mann. Kann ich die jetzt auch noch mitnehmen? Boah, ich habe zwei. Was? Dein Positionsbereich wurde verkleinert? Was heißt das? Ich habe zwei Fähigkeiten einfach dabei. Das lesen wir uns gleich mal in Ruhe durch. Und er hat einfach die mythische Waffe. Ja, das ist natürlich cool, ne? Einer nimmt die mythische Waffe mit und der andere geht hin und kriegt einfach die Fähigkeit. Aber Wannabe spielt lieber alleine. Deswegen hat er alles am Ende des Tages. Jetzt haben wir schon die zweite mythische Waffe. 10 Leute noch am Leben. Was macht denn das genau? Können wir das nachgucken? Nö. Hä? Was kannst du? Deine Schilde füllen sich mit der Zeit automatisch auf. Ja, okay. Aber das macht das andere doch auch, oder nicht? Heil ich jetzt doppelt so krass, oder was? Hä? Ich hatte schwarzes Bild gerade. Was war das denn bitte? Ich glaube, jetzt müsste ich theoretisch sogar gar kein Blue Shield mehr mitnehmen, wenn ich so schnell heile. Oh, da hinten ist einer. Kurz gucken, ob hier alles stimmt. Sieht gut aus. Da oben campt doch irgendeiner. Ich habe dich doch gesehen, Mann. Du kleiner Schlingel. Was machst du denn da alleine? Okay, der ist schon mal unten unterwegs. Was macht der da? Der spielt den AFK-Mann. Die hat so ein Recoil, ne? Das ist so krass, ey. Meine Arme fliegen hier weg. Bist du jetzt da unten? Was macht der da? Wollt der mal rauskommen? Hä? Ich check hier gar nichts mehr. Guck mal, der ist ganz da unten drin. Hä? Was wird denn das, Mann? Das sieht nicht gut für dich aus. Ich komm jetzt rein. Okay, ich komm nicht rein. Du willst es anscheinend nicht. Boah, was macht der denn da? Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay. Das ist so eklig, guck mal jetzt. Jetzt bist du gefangen, Junge. Du hast ja gar keine Chance. Du hast ja gar nicht den Durchblick. Aber der hat auch eine geile Waffe am Start. Was ist das denn? Strikers Sturmgewehr, legendär. Ist sie besser? Oh,
Boah, die geht ja auch voll geil ab. Die ist mega laut. Ich höre einfach nichts mehr. Wieso haben alle so viele geile Waffen dabei? Okay, es gibt vielleicht zu viele goldene Waffen, aber ich weiß nicht genau. Das sind auch die letzten Gegner. Kann sein, dass es so ist wie bei OG Fortnite, dann habe ich nichts gesagt. Ich will nicht, dass jeder eine goldene Waffe hat. Das ist zu overpowered irgendwie. Ihr sollt euch die geilen Waffen auf jeden Fall in der Runde erarbeiten. Das heißt, entweder killt ihr den Boss, ihr habt sehr, sehr viel Glück. Oder aber ihr killt halt die ganzen Gegner weg. Damit kann man auch leben. Hey, ich bin ja schon wieder zurück. Lol. Hier habe ich einfach angefangen. Und hier wird das Ende sein. Wie funny ist das denn bitte? Aber wo sind die anderen 5 Gegner? Ich check's nicht. Kommt der Zug jetzt wieder? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Was ist das hier? Oder sind das andere Gegner auf der Karte? Kann ja auch sein. Hä? Die Vögel sind das schon mal nicht, ne? Wahrscheinlich bin ich auch so markiert auf der Karte und weiß davon noch gar nichts. Ich glaube, hier ist auch irgendwo einer. Gott, es leben nur noch 3. Aber wo sind sie? Okay. Ohne wird es mir verraten. 140 Meter Entfernung, weit weg. Jetzt kommt es drauf an. 3 Stingel noch am Leben. Also ich muss sagen, die Season gefällt mir richtig, richtig gut. Macht richtig Laune auf jeden Fall. Ist nicht mehr so ganz Fortnite. Bisschen mehr Call of Duty, PUBG, Counter-Strike. Aber ist mal was Neues auf jeden Fall. Sind hier irgendwo. Guck mal, da läuft er noch rum. Schmeckt gut, ne? Was du alles so dabei hast. Okay, auf Entfernung ist das jetzt nicht so der Burner. Hat ja mega den Rückstoß. Er gönnt sich einfach noch die Krone. Ey, das ist ja wohl der King an Disrespect, den du da hast. Ey, Junge, ich hab die auch dabei. Nein, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Alter, wie schnell bin ich gestorben? Okay, wenn andere mythische Waffen dabei haben, ist das ja richtig gestört. Ich war so sicher, dass ich den kriegen würde. Ich kann ja nicht mal gucken, wie viel der noch hat, weil der gleich wieder full ist. Ey, krank. Und das war, glaube ich, der AR, oder? Ja gut, Leute, wir haben es leider wieder nicht geschafft am Ende. Ich hätte einfach campen sollen. Es war so dumm, Mann. Der wäre doch safe zu mir gekommen. Was mit dem anderen Spieler? Okay, der sieht gar nicht durch. Campen hier. Ja gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr die neue Fortnite-Season findet. Und tragt auf korrekt meinen Creator-Code WannaBe im Itemshop ein. Danke an jeden, der es macht.